Hallo Leute, willkommen zurück zu GTA Vice City. Und in diesem Part machen wir die Autosuche Liste 3 und 4. Ja, Cheetah, Phoenix und so. Was habe ich hier in der Garage? Gucken. Oh, wir haben schon mal den Komet, den wir brauchen. Banshee. Ich hab den Stinger. Ich hab den Cheetah. Ich hab den Phönix. Schon das, was ich vorbereitet habe, extra. Wer fehlt jetzt noch? Natürlich. Fangen wir mit dem Sabre. Der Inferno fehlt nur noch. Wo kriegen wir den her? Direkt vor uns fährt einer. War jetzt nicht so gedacht, ich wäre jetzt zur Villa gefahren, aber wenn direkt vor uns einer fährt, krallen wir uns den auch gleich. Egal wie der jetzt aussieht, Hauptsache wir haben die Liste. Das war Liste Nummer 3. Das war die Liste Nummer 3. So, das haben wir jetzt noch, die Liste Nummer 4. Da haben wir den Golf Caddy, also den findet man auf dem Golfplatz, da habe ich den auch her. Ich hab den Pizza Boy, den findet man natürlich bei der Pizzeria. Und ich hab den guten alten Hermes, den kubanischen Hermes. Voodoo, Buggy und Mr. Whoopi. Ja, holen wir erst den Buggy, würde ich sagen. Bei Whoopi und der Voodoo weiß ich, wo der stehen. Und den Buggy kriegt man nur an einem Ort.
Da steht er auch. Ja, das ist halt mega langsam, das Auto. Ja, das Fahrzeug ist kein richtiges Auto. Wenn ihr ein Auto in Kommentare schreiben, ob ihr das als Auto zählt oder als Fahrzeug. Also was ich noch sagen würde, also ihr habt ja hoffentlich das Infovideo gesehen. Ihr wisst, warum das Infovideo kam. Ich hoffe, diesmal funktioniert es besser mit dem Speichern der Aufnahme. Ja, und im nächsten Part kommen dann die Autorennen. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Erinnert dich noch an die Melodie. Bestimmt kaum noch einer, weil es war ja langweilig. So, dann fehlt uns jetzt nur noch ein Fahrzeug, Leute. Ein einziges Fahrzeug fehlt uns noch. Und das hole ich jetzt. Das steht bei Tante Paulette, mit dem wir auch mal Beziehungen gemacht haben. Da steht das letzte Fahrzeug, was wir brauchen. Der Voodoo. Vielleicht finden wir auch einen auf der Straße, wenn wir bis zu Tante Paulette nicht einen gefunden haben. Von Tante Paulette. Sekunde mal, der steht gerade nicht da. Fahren wir mal ein Stück weg. Genau, wir noch mal ein Stück weg. Und da steht er. Das letzte Auto, was uns fehlt. Voll ging jetzt knapp 9 Minuten oder so. Ja.
Und dann im nächsten Part kommen dann die Autorennen. Ich weiß schon, wie ich die Rennen aufteile. Pro Part 2 Rennen. Ja. So, Leute. Geiler. Ich fahre jetzt noch schnell in die Garage und dann beende ich auch schon wieder die Aufnahme. $9.000. Sehr schön. Ja, das geht jetzt noch hier rein. Jetzt gehe ich noch schnell speichern. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Bis dahin. Ciao.